Was? Teenager haben jetzt zu sagen? So, dann starten wir mal. Ich hoffe, ich bin euch laut genug. Wir haben die unkreativsten Kanal auf Twitch. Letztes Mal angefangen. Da machen wir natürlich auch weiter. Ich bin mal gespannt, wie ich heute spiele. Ich komme aus dem Nachtdienst und habe vorhin ein halbes Stündchen geschlafen.
Das wird heute sehr unkonzentriert, das verspreche ich euch. Mal sehen, wer alles von uns geht. So, liebe Spielmachin. Wir wollen doch anfangen. Trouble yourself not with the cost of this crusade. Its noble end affords you broad tolerance in your choice of means. Ja, wir haben das letzte Mal tapferer Geist freigeschaltet, nenne ich es mal, das einfach plus 15% Chance auf Tugend in der nächsten Quest uns erwartet und weniger Wahnsinn hoffentlich. Ich muss mal gucken, wie es mit meiner Truppe so geht. Na, sie ist schon sehr gestresst. Wie viel Gold haben wir? 16.000, okay. Loha ist auch sehr gestresst. Ist sie irgendwie besonders? Ja, Kleptomane. Die schicke ich dann einfach mal in die Meditation. Und wer war noch sehr gestresst? Diese Dame. Die geht dann mal zum Trinken. Und der Riss geht eigentlich noch. Wobei Ellie ist auch ein bisschen gestresst, ne? Wo stecken wir denn Ellie rein? Was mag denn der Ellie? Ich glaube, mag der Geiselung? Der darf halt nicht am Glücksspiel teilnehmen, ja? Dann geht's halt in die Bußkammer. Ja, du bist gestresst. Hallo Ellie übrigens. Du wirst jetzt ausgepeitscht, mein Lieber. Was haben wir denn noch so? Wir haben... Okay, die meisten sind auf Stufe 1. Zwei sind schon auf Stufe 2. Dann gucken wir mal, ob... wir in der Kutsche noch jemanden haben, den wir mitnehmen können. Ja... Du kennst mich doch nicht anders, mein lieber Ellie. Wir haben von denen schon recht viele. Wir haben aber so ein Unhold, glaube ich, noch nicht. Oder haben wir ein Unhold? Doch, haben wir schon. Dann bringen die uns nicht viel. Wir brechen einfach mal auf in ein nächstes Abenteuer. Wir haben so wenig Stufe 2 Kandidaten. Deswegen möchte ich erstmal ein paar Leute aufleveln und dann können wir uns gerne heute dem ersten Bosskampf stellen. Aber jetzt noch nicht. Wir könnten es nochmal mit der Meereshöhle versuchen. Hallo Erwin. Schön, dich hier zu begrüßen. Wir könnten aber auch ins Labyrinth gehen. Und... In den Wald nicht. Da haben wir gerade nur ein Veteranenabenteuer im Prinzip. Wir könnten auch wieder in die Ruine gehen. Habt ihr irgendeine Idee, wo wir hingehen wollen? Sonst suche ich das gleich aus. Okay, dann gehen wir ins Labyrinth. Komm, wir wagen uns gleich mal an ein mittleres Abenteuer ran. Ich bin heute so wagemutig. Dann nehmen wir sie mit. Aber sie steht nicht da. Steht sie da gut? Naja, so gut steht sie da auch nicht, ne? Stellen wir sie da hin. Wobei, warte, ich möchte auf jeden Fall den Solka mitnehmen. Oh, guck mal, Erwin. Wir können dich noch umbenennen. Warte, du kannst auch mitmachen.
kannst der Unhold werden und sonst habe ich nur noch Frauen. Du kannst auch noch eine Frau werden, wenn du möchtest. Sonst wirst du der Unhold. Ich weiß gerade nicht so, wie ich meine Gruppe ausstellen möchte. Ich glaube, ihn nehme ich mit. Kann er auf 1 kämpfen? Ja, er kann auf 1 kämpfen. Dann geht er auf die 1. Dann stellen wir sie doch auf die 3 und nehmen. Nee, warte, wir können ja sie noch mitnehmen. Kann die auf 4 kämpfen? Ja, die kann auf 4 kämpfen. So. So, mein lieber Erwin, du wirst jetzt der Unhold. Herzlich willkommen in der Gruppe. Und dann geht's, glaube ich, einfach los. Was ist denn eigentlich für eine Belohnung? Würfel des kritischen Schadens. Okay, für einen Nahen. Yep, wir werden lagern müssen. Ich möchte ein paar Schaufeln haben. Und Nahrung ganz viel. Man kann nie genug Essen mithaben. Ist zwar nicht unbedingt meine Meinung, aber in dem Spiel habe ich es gelernt. Wir waren ein mittleres Abenteuer, ne? Dann nehme ich mal so viele Fackeln mit und noch ein bisschen Weihwasser. Ach, Gegengift brauchen wir noch. Und eine Bandage mehr. Ich glaube, so können wir losstarten. Wir brechen auf. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt gleich so wird. Vielen Dank für den Follow, lieber Erwin. Ich glaube, Ellie sagt jetzt gar nichts mehr, weil er geschlagen wird. To prosecute our war against the swine, we must first scout their squalid homes. Irgendwie sitzt mein Fenster gerade nicht so schön. Okay. Nee, so will ich das doch gar nicht. Wie sieht denn die Karte aus? Ach, das geht ja eigentlich. Wir sollen 90% aller Räume erforschen. Ach, eigentlich hasst du mich, okay. Damit kann ich leben. Ist kein Problem. Wir gehen in den Raum. Dann haben wir schon mal einen hinter uns. Wurde ja erkundet, da ist nichts, nur eine Falle, in die ich reinlaufen könnte. Ach, hier finden wir gleich eine Fackel. War doch die richtige Richtung. Und da ist die Falle. Ich bin nicht reingelatscht, noch nicht zumindest. Hier ist wie gesagt nichts, dann können wir wieder umdrehen. Einen Raum haben wir erforscht. Wir brauchen eine neue Fackel. So. The way is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. Der Söker darf wieder entschärfen, das hat er letztes Mal so schön gemacht. Das reduziert bei ihm auch ein bisschen den Stress, was ich ganz gut finde. Da wir unseren netten Erwin jetzt mit haben, der ein bisschen rumstresst. Ist das ganz gut, dass er ein bisschen runtergeht. Okay, dann bis später hoffentlich. Ach, meine Nase juckt. Ich weiß auch nicht, warum es bei mir immer mit der Allergie am schlimmsten wird, wenn es regnet. Ich kann es ehrlich nicht sagen. Wieder eine Falle. Die entschärfen wir auch. Oh, wir sollten mal eine Fackel anzünden.
Wer darf das denn mal anfassen? Hat sie schon einen Namen? Nein, sie hat noch keinen Namen. Okay, das war nicht so schlau. Und Spinnen! So, mein Lieber, du darfst dich mal verwandeln. Ah, ne, wir machen mal die Hetzjagd. Be gone, Fiend. Na, 3 Schaden ist ja jetzt nicht so viel, ne? Their formation is broken. Maintain the offensive. Gut, die Spinnen waren kein großes Problem für uns. Be wary. Triumphant. Oh, was ist das denn? Opferstein. Ne, da will ich erstmal ein Weihwasser raufpacken. Das hat keine Wirkung. Okay. Vielleicht Kräuter? Auch nicht. Okay, dann fassen wir ihn einfach so an. Labyrinth-Erforscher sind wir jetzt. Oh, das ist cool. Das passt mir eigentlich ziemlich gut. Da wir uns ja gerade in einem Labyrinth befinden und schon wieder Spinnen. Sie sind eine absolute Plage, diese Viecher. Surges as the enemy crumbles. Oh, 6 Schaden ist nicht gut. Ist überhaupt nicht gut. Warum weichst du denn aus, doofe Spinne? Eigentlich müssten wir ihn PC nennen. Wenn wir noch einen Unhold haben. Wird der PC genannt. Diese doofen Viecher. Press this advantage. Give them no quarter. A fortune waiting to be spent. So, Inventar schon wieder voll. Ich weiß gar nicht, worauf wir jetzt am meisten achten müssen. Stressmacher finden wir hier. Ach, nicht Gefechtsmedizin. Ich will doch die Seuchengranate. Aber, ja. War nicht so schlau, den nochmal zu vergiften. Ich sehe es ein. Und sie sind wieder alle gestresst. Another one falls. Ach, ich habe doch noch die Hundeknochen. Ich vergesse immer wieder, dass diese doofen Hundeknochen da sind. Unforeseen. Unforgiving. Okay, das hat sich erledigt. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Wir sind voll. Das ist nicht so schön.
Wir heilen erstmal mich. Ich möchte schon gern die Urkunden mitnehmen. Dann kommt... Weiß ich gerade gar nicht, was das war. Malachit. Die kommt weg. Wie gehen wir denn jetzt am schlausten? Ich glaube, wenn wir so... Nee, dann müssen wir eine Strecke zurückgehen. Wir müssen immer eine Strecke zurückgehen, oder? Nee, wenn ich so rumgehe, nicht. Okay, dann gehen wir erstmal da lang. Habe ich diese Falle übersehen oder konnte man die nicht sehen? As the light gains purchase, spirits are lifted and purpose is made clear. Geht's erstmal da weiter. Habe ich eigentlich wieder einen Kleptoman in der Runde? Nee. Der Erwin ist gottesfürchtig. Der ist lichtempfindlich. Oh Gott, ist das ja anstrengend mit dem. Das muss ich dringend heilen später wieder. Ich töte mich selbst. Ja, das ist nicht so schlimm. Oh, ich bin klaustrophobisch. Und ein Säufer und anämisch. Na toll. Aber solange wir keinen Kleptoman mit haben. Perverse Gelüste. Alles gut, Ellie. Ist alles gut. So viel ist ja noch nicht passiert. Ich sag dir Bescheid, wenn du gestorben bist. Ach nee, du bist ja gerade in der Geißelkammer. Du kannst gerade gar nicht sterben. Aber wann gibt's denn die neue Little Nightmares-Folge? Wann kommt die raus? Hoch? Wird die hochgeladen? Such blockages are unsurprising. These tunnels predate even the earliest settlers. In Radiance may we find victory. Ja, bisher ist der Dungeon noch recht entspannt. Ich glaube, wir können gleich mal eine Pause machen. If only treasure could staunch the flow of otherworldly corruption. Einmal ins Lager gehen. Das machen wir einmal hier. Huddled together, furtive and vulnerable. Rats in a maze. Dann schauen wir mal, ob wir irgendwie überall Stress lindern können. Ja, ich glaube, wir machen einfach mal hier rein um Stress lindern. Wer ist denn am schnellsten gestresst? Sie, weil sie Dings ist, klaustrophobisch. Gut. Das machen wir nochmal und dann ist sowieso alles um. Nur noch der Säuger ist gestresst. Und dann sollte es eigentlich jetzt in dem Dungeon keine großen Probleme geben. Wir haben wieder Platz im Inventar. Wir können wieder ein bisschen was mitnehmen. Oh nein, wir sind umzingelt und müssen im Dunkeln kämpfen. Och nö. Oh, guck mal, hier, der Erwin hat schlechte Laune.
bin auch ein bisschen schlecht gelaunt. Können wir den heilen? Wir haben uns gerade so schön geheilt im Lager. Beziehungsweise auch entstresst und jetzt kommt die. Oh Gott, ein Crit-Schaden. Oh oh. Das ist nicht gut. Jetzt weicht das Scheißviech auch noch aus. Oh, guck mal, das steht auf seinen Armen. Die Füße berühren gar nicht den Boden. Continue the onslaught. Destroy them all. Ich habe gar keinen richtigen Healer mit, fällt mir gerade auf. Aber okay, gut, müssen wir es auch ohne Healer schaffen. So, der Hundi, der kann gar nicht so viel gerade machen. Sie muss dringend irgendwas essen. Haben wir noch Vorräte? Ja. Jetzt ist sie voll, okay. Das gefällt mir ja gar nicht so wirklich. Ach, der Hund, die blutet noch. Haben wir noch eine Bandage? Ja. Hm. Oh, wir haben wieder Vorräte. Sehr cool. Dann können wir mal ein paar Leute wieder heilen. Ich glaube, sie kann immer noch nichts essen, oder? Ne, die ist voll. Wieder diese Viecher. Aasfresser. Hallo Lama. Läuft's bei dir, Lava, oder klappt das noch alles nicht so? War ja klar, dass ich wieder daneben hau. Naja.
Okay, läuft weiter durch. Heil dich mal selbst. Ich hau das sowieso wieder daneben. Ach doch nicht. Aber was ist das denn Cooles? Helm des Kriegers. Und den will ich auf jeden Fall mitnehmen. Den kenne ich ja noch gar nicht, den Helm des Kriegers. Ja, das war echt bitter. Das wünsche ich dir auch nicht. Da gehen wir weiter. Mein Gehirn fühlt sich an wie so ein großer Wattebausch. Da funktioniert gerade gar nichts mehr. Aber wir haben ja gleich den Dungeon geschafft. Diese Fallen sieht man nicht, oder? Die kommen einfach so. Ich latsch da nicht einfach so rein, oder? Okay, wir haben keinen Platz mehr. Wir pfeifen jetzt einfach auf die Tagebuchseite. Fest abgeschlossen. Ja, wir sind wenig gestresst. Da möchte ich jetzt weg ins Dorf zurück. Da muss ich die nämlich nicht alle wieder irgendwo hinschicken. Die twisting tunnels seem a little less impossible. Na, die sind alle noch Stufe 1. Ruinenabenteurer. Oh Gott. Jetzt habe ich auch noch Hieromanie. Na toll. Ich glaube, ich muss mal ins Sanitarium. Und plus 15 Widerstand gegen Bewegen. Und der Solker ist ein Schläger. Passt gar nicht zu Solker. These dirt-covered dullards have their uses. Put them to work. Aber wir können ein Gebäude kostenlos verbessern. Erfahrungsgemäß nehmen nur wenige Wanderarbeiter den Weg über den alten Pfad auf sich, aber die immer schlimmer werdenden Umstände treiben sie zu immer verzweifelteren Maßnahmen. Sehr, sehr cool. Also, eigentlich geht's unserer Truppe ganz gut. Meine Musiksammlung wurde leider auch geschrottet. Von meiner alten Festplatte. Also, ich kenne das Problem. So, welches Gebäude werten wir denn einmal auf? Ich glaube, das Sanitarium, das verbraucht immer so extrem viel. Genau, das machen wir einmal. Dann kommt... Oh Gott, ich habe so viele negative Ticks. Das darf man ja sich gar nicht angucken. Hier, ein Kleptomane kommt schon mal mit. Kleptomanie. Ja, bitte tu es. Und ich will auch. Ich will die Klaustrophobie wegbekommen. Okay, ist schade. Also ein paar Sachen konnte ich retten, aber so die ganzen Sachen, die ich noch damals von meinem Erzeuger bekommen habe, sind weg. Und da komme ich jetzt auch so schnell nicht wieder dran. Aber gut, ist halt so, muss man mitleben. So, dann wird der Erwin noch geheilt.
Und dann gucken wir mal, ob wir ein Lama finden. Lama, du bist jetzt der zweite Hundemeister. A lawman and his faithful beast. A bond forged by battle and bloodshed. So. Viel Spaß bei uns, Lama. Gucken wir uns gleich mal doch an. Ach nee, das bist du gar nicht. Das bist du. Du hast eine verrenkte Schulter. Und Schwäche der Verzweiflung. Jetzt hast du einen Hundi. Und dann kannst du die ganze Zeit mit Ellie der Hundi singen. Ich will mir mal deine Fähigkeiten angucken. Aber wir haben gar nicht so viel Geld. Okay, dann. Wir brechen einfach in ein nächstes Abenteuer auf. Wir brauchen wieder Geld. Ja, soll ich euch beide mal mitnehmen? Ich nehme euch beide mal mit. Zum Bosskampf. Oh, hier haben wir auch schon den Bosskampf freigeschaltet. Wo steht Ellie denn am besten? Du stehst natürlich am besten auf der 3. Da muss Lama auf die 2. So, wen nehmen wir noch mit? Wollen wir die Loha mitnehmen? Dann werdet ihr wenigstens geheilt. Jetzt wirst du nicht mehr ausgepeitscht. Jetzt wirst du in den Dungeon getrieben, Ellie. Ich bin heute so ein bisschen sadistisch. Ja, du kannst auch heilen, aber ich finde deine Heilfähigkeit irgendwie doof. Weil man da ja Blutenschaden bekommen kann. Ja, heute. Nur heute. Sonst bin ich doch immer lieb. Kennt mich doch. Habe ich jetzt alles? Schaufel fehlt noch. Ich hoffe, ihr hört das gerade nicht. Mein Nacken knackt gerade ganz laut. The fiends must be driven back. And what better place to begin than the seat of our noble line? Oh, wir haben wieder zwei Wege. Wir gehen erst nach unten. Das sollen wir eigentlich machen. Ach, alle Raumkämpfe abschließen. Aber Ellie, du darfst wieder deine Tentakeln auspacken. Was hast du denn? The match is struck. A blazing star is born. Huch, ein 18er Crit ist auch nicht schlecht. Lava, das habe ich jetzt nicht gesehen. Another abomination cleansed from our lands. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Finding the stuff is only the first test. Now it must be carried home. As the light gains purchase, spirits are lifted, and purpose is made clear.
Der Hund guckt so doof. Ich finde den Hundi total putzig. Guck mal, da haben wir nochmal Bandagen gefunden. Dann darf Ellie jetzt auch heilen, falls wir in die Situation kommen sollten. In Radiance may we find victory. Warum ist die Loha eigentlich so gestresst? Nee, der Hund sieht wirklich nicht aus wie ein Kampfhund. Eher wie so ein Jagdhund. Eine Fackel. Wollen wir die eiserne Jungfrau aufmachen? Ich habe da so ein bisschen Angst. Kann man da ein Weihwasser reintun? Machen wir jetzt einfach mal. Okay, keine Wirkung. Dann mache ich es einfach so auf. Oh Gott, nicht von Eiern, bitte reden. Was hat sie denn jetzt? Hat sie irgendwas? Oh nein. Carelessness will find no clemency in this place. Ach, wir kriegen doch endlich mal einen Raumkampf. So, Ellie, pack mal deine Tentakeln aus. Their formation is broken. Maintain the offensive. Ich hasse Spinnen. Hat er schon irgendwann mal erwähnt? Lama wurde angespuckt. Lama, den hättest du auch jetzt komplett erledigen können. Du musst nicht immer nur ein HP übrig lassen. Confidence surges as the enemy crumbles. Executed with impunity. Das machst du jetzt bestimmt extra nur, um mich zu ärgern, weil ich den Hund angedreht habe. The light, the promise of safety. Oh, guck mal, ein Kelchfritzi und ein Bolzenfritzi. The way is lit. The path is clear. We require only the strength. Bringt das überhaupt was? Können Skelette bluten? Ich glaube nicht, ne?
Könnt ihr mir das kurz schreiben, bevor ich das mache? Oder wisst ihr das? Ah doch, können bluten, oder? Ah ne, Widerstände 200%, die können nicht bluten, also macht das gar keinen Sinn. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Another one falls. Continue the onslaught. Destroy. Ellis Tentakeln sind gar nicht mal so schlecht. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Wir müssen bestimmt bis in den ganz allerletzten Raum reinrennen. Die arme Loha ist total gestresst und Lama ist in eine Falle reingelatscht. Oh, noch solche Kelchfritzis. Oh, nice. Der war richtig nice gerade. Warte, wir essen jetzt mal einen Hundeknochen. Dass da immer so ein fitziges Leben übrig bleiben muss, das ist doch Kacke. Boah, 7 Schaden ist schon ganz schön viel. Haben wir noch Bandagen? Den gibt's jetzt. Einmal Heilung auf sie. Quest abgeschlossen, wir können zurück ins Dorf. More bones return to rest. Devils remanded to their abyss. Boah, nur so wenig Gold haben wir gefunden. Und die sind immer noch nicht Stufe 2. Gott. Tödlich. Ellie, du bist tödlich.
Und Lama ist fix und fertig. Aber dafür zielsicher. Na, das weiß ich ja noch nicht so, ob du zielsicher bist. Sie ist gottlos. Und hat ein Adlerauge. For celebration. Bar ist kostenlos, Spielhalle ist kostenlos und Bordell ist kostenlos. Ich glaube, dann werde ich einmal schnell... Ah, natürlich ist die Spielhalle jetzt besetzt, aber dann geht Lucha eintrinken. Ist noch irgendjemand sehr gestresst? Nee. Der Rest ist alles in Ordnung. Okay, dann ist nur die Lucha weg. Du machst Headshots. Schön. Schön für dich, dass du das machst. Steck dich gleich ins Bordell. Kannst du deine Headshots machen. So. Ach, guck mal, den Unhold wollte ich da noch umbenennen. Das wird PC. Hallo, Björn. Was wollte ich denn jetzt machen? Entschlammer, dein Headshot hat mich total aus dem Konzept gebracht. Vielen Dank für den Follow, Björn. Ach genau, ich wollte wen in die Gilde stecken. Und zwar... Ach, wir haben gar nicht so viel Geld. Das ist doch doof. Das ist doch alles doof. Okay, wir gehen jetzt noch in ein Abenteuer. Ich will ein paar Leute auf Stufe 2 bringen. Und dann geht's in den ersten Bosskampf. Aber was ist das denn Cooles? Ja, komm, das machen wir. Wen haben wir denn bald soweit? Sie haben wir. Es ist ein Zeuge. Achso, keine Gebete. Ich nehme sie trotzdem mit. Kann sie auf 4 überhaupt kämpfen? Ja. Wer ist denn noch kurz vor 2? Dann nehme ich sie nochmal mit. Dann wird Lama ausgetauscht. Ja, okay, Loa kann gerade nicht. Und dann komme ich nochmal mit. Was ist das? Schimmernder Umhang. Das ist ja cool. Okay, weiß ich noch nicht, wie ich die Items verteile. Das machen wir dann kurz, bevor wir in den Bosskampf gehen. Ob Björn muss ich ja dann auch gleich noch aussuchen. So, jetzt kannst du losgehen. Oder? Ja. Ach, Mittel sind wir. Okay. Ach, und Fackeln brauchen wir auch noch.
Oh, hier steht's auch, Untote können nicht bluten. Ich werde nie wieder diese etwas unintelligente Frage stellen. In symbols. Collect the scattered scraps of faith and give comfort to the masses. So, jetzt lass mich doch mal die Karte sehen. Oh, das ist eine doofe Karte. Okay. In der Hoffnung, dass wir schnell alles finden. Ach, jetzt muss ich ja Platz. Ach, ich habe noch Platz. Glittering gold, trinkets and baubles. Paid for in blood. Another one falls. Back to the pit. Executed with impunity. Begone, fiend. Nein, kein Kelchtypi und kein Bolzentypi. Abbluten können die ja nicht, dann bringt der jetzt ja gar nichts. As the fiend falls. A faint hope blossoms. Great is the weapon that cuts on its own. Ach nee, er kann sich ja selbst heilen, der Säuger. Is broken. Maintain the offensive. Ich wollte gerade eine unverschlossene Truhe mit einem Schlüssel öffnen. Ich glaube, wir können gar nicht mehr so viel mitnehmen, ne? As the light gains purchase, spirits are lifted and purpose is made clear. Oh, die wirklich ein Platz 1, das ist doch bescheiden. Ne, wir brauchen gerade Geld, da müssen die Büsten weg. Gibt's bei euch was Neues? Bei mir gibt's gerade nichts Neues, außer dass mein Kopf nicht so mitmacht. The way is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. Vergiften sie jetzt erstmal alle. Bin heute so in der Stimmung, alle zu vergiften.
Björn, ich habe tatsächlich heute wieder bei deinem Core-Let's Play reingeguckt. Continue the onslaught. Destroy them all. Ja, Lama, ich vermisse deine Oxygen Not Included-Folgen. Immer noch. Another abomination cleansed from our lands. Also, ich finde das nicht schlimm, wenn die Soundqualität nicht so gut ist. Ich mach's ja selbst nicht besser, also. Brauchst dich nicht entschuldigen. Ich guck's trotzdem gerne. Den Tagebucheintrag können wir nicht mitnehmen. Ja, man sollte vielleicht auch nochmal eine Fackel anmachen. Wie weit haben wir es denn noch? Machen wir hier eine kleine Pause? Ne, wir machen da eine kleine Pause. Jetzt ist sie super. Aber das ist noch nicht lange so. Von der Soundqualität. Kannst mal Ellie fragen, wie ich vorher geklungen habe. Der hat da eine wunderschöne Beschreibung für. In Radiance may we find victory. Gut, hier rasten wir einmal. A moment of respite. A chance to steel oneself against the coming horrors. So, was machen wir denn so Schönes? Ich glaube, wir machen einmal erkunden. Also wir müssen nicht unbedingt Stress lindern, aber wir können es einfach mal machen. Ich hatte echt eine schlimme Soundqualität. Ich weiß es selbst. Aber ich konnte es in dem Moment damals noch nicht ändern. Jetzt kann ich es ändern. Jetzt habe ich ein besseres Headset. Dann ruhen wir uns jetzt einfach aus. Match is struck. A blazing star is born. Ja, ich glaube, wir müssen einmal da reingehen. Ich hoffe, wir finden dieses Artefakt noch ganz schnell und dann können wir aus diesem Dungeon raus. Ich habe jetzt echt Bock auf Bosskampf, muss ich ehrlich sagen. If only treasure could staunch the flow of. Wo ist denn? Da sind die Fackeln. Ein Kämpfchen. Ich weiß gar nicht, ob ich dich ins Bordell gesteckt habe, Lama. Ich glaube nicht. Ich glaube, du bist einfach nur zu Hause geblieben.
Ja, Lama ist schon groß, der darf da schon rein. Und wenn er unartig war, wird er halt ausgepeitscht. So. So einfach ist das hier. Awarded to the brave and the foolhardy alike. Ich mag aber meine Peitsche. Björn Lama sagt, er steht gar nicht auf Auspeitschen, aber das glaube ich ihm nicht. Insgeheim mag er das. Oh Gott, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Die war verschlossen. Da ist ein Kampf. Da hinten ist das Questobjekt. Nö, da gehen wir wieder zurück. Können wir das noch? Ich will nicht in den Kampfraum rein. Können wir hier raus? Ja. Ich glaube ja doch, dass du da drauf stehst. Es nur nicht zugeben willst. Oh Gott, da ist noch ein Kampf. Ich will doch keinen Kampf mehr. Und da sind zwei Fallen, in die ich reintappen könnte. Packs laden with loot are often low on supplies. Du magst keine Schläge? Okay. Ja, austeilen magst du. Nee, nee, so geht das nicht. Mein Lieber, so geht das nicht. Setz gerne Gerüchte in die Welt. Ich habe ja angeblich auch keine Seele, also musst du jetzt damit leben. Lama sagt das, dass ich keine Seele habe. Er ist der Schuldige. Ich habe eine Seele. Ich will nicht auf den Scheiter hauen. Da gehöre ich nicht hin. Nein, 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 ich komme nicht auf den Scheiterhaufen. Oh nein! Oh Gott, Gehirn. Okay, ich wollte noch eine Runde machen, weil es so viel Spaß macht.
elbow blow. Oh, kann er nicht endlich mal draufgehen? Danke. Ich glaube, das können wir alles gar nicht mehr mitnehmen, ne? Push on to the task's end. Wo sind meine Schlüssel? Da. Bitte, Schlüssel, komm mit. Aber Lama, ich habe Sommersprossen. Dadurch habe ich auf jeden Fall eine Seele. Können wir nicht mitnehmen. Wir müssen ja jetzt das Artefakt mitnehmen. Och nein, das ist auch noch Kampf. Und wir haben kein Licht mehr. Ach Mensch. Warum steht er eigentlich vorne? Genau. Ich habe viele Sommersprossen. Und die werden bald wieder so explodieren, wenn die Sonne rauskommt. Wobei in Hamburg scheint ja nicht so viel die Sonne, also. Wir kriegen gerade ganz schön auf die... Darf ich auf die Fresse sagen? Darf ich so vulgär sein? Nein, ich reiß mich immer zusammen, um mich gewählt auszudrücken. Nö, wir müssen ja das Ding hier mitnehmen. Deswegen kann ich alles andere jetzt nicht mitnehmen. Zurück ins Dorf, aber schnell. Hamburg ist wunderschön, auch ohne Sonne. Zumindest scheint bei uns gerade nicht die Sonne. So, jetzt haben wir doch ein paar Leute auf Stufe 2. Das gefällt mir doch schon mal. Meereshöhlenhasser und Frühaufsteher. Hasenfuß und Unheiligenhasser. Was haben wir noch? Meereshöhlenerforscher. Menschenschlechter. Warum bin ich ein Meereshöhlenerforscher? Egal. Gar nicht wahr. Hamburg riecht voll gut. Oh, wir können jetzt wieder ein paar Leute entstressen. Die sind alle kostenlos. Loa hat beim Spielen verloren. Na toll. Wer muss denn entstresst werden? Och, Lama, ich wollte dich gerade auspeitschen lassen. Och, nee. Das ist besetzt. Okay, dann muss sie da rein. Aber sonst sieht das echt gut aus. Vom Stresslevel. Habe ich selten. Ja, Hamburg ist toll. So, jetzt müssen wir mal gucken. So, Björn, du bist jetzt auch ein Okkultist. To fight the abyss, one must know it.
Gut, ich würde sagen, wir verteilen jetzt mal schnell die Items. Was haben wir denn so? Hat der schon was? Plus 10 Schaden. Genau, das mussten wir ausrüsten. Wir haben Wegelagerer. Das können wir ihm dann noch so geben. Ach, nur Kopfgeldjäger. Komm. Geben wir mal free das hier. Haben wir hier irgendwas für Heilung? Ja, sie hat doch Betäubungsfähigkeiten. Ja, willkommen bei uns in der Gruppe voller seelenloser Menschen. So, Lama kriegt jetzt einen Deckel auf dem Kopf. Haben wir noch einen Narren? Ne, wir haben keinen Narren. Und Kopfgeldjäger haben wir auch keinen. Achso, habe ich gerade schon ausgewählt. Wer kriegt denn noch was? Gut. Alle Items verteilt. Und dann gehen wir jetzt mal zum Nekromantenlehrling. Würde ich sagen. Dann nehme ich auf jeden Fall den Max mit. Oh, bei mir kribbelt alles. Irgendwas fliegt heute. Haben wir nicht noch einen Wegelagerer? Hatte ich nicht mal zwei Wegelagerer? Bin ich gerade blind? Ja, ich bin blind. Nee, dann nehmen wir den Free mit. Dann nehmen wir noch Loha als Heilmaus mit. Was brauchen wir noch? Ich finde den Hundeführer eigentlich schon ziemlich cool. Aber da muss ich, glaube ich, doch das Lama mitnehmen. Die hat auch so viele negative Effekte, aber okay. Ach, Lama. Ich sag dazu einfach gar nichts mehr. Such gleich meinen Pollenkalender, dann sag ich dir, was rumfliegt. Mittel ist das Abenteuer gut. Ach, Fackeln. Ich will immer ohne Fackeln los. Los geht's. Auf gutes Gelingen. Over life and death was chief among my early pursuits. I began in humility, but my ambition was limitless. Who could have divined the prophetic import of something as unremarkable as a twitch in the leg of a dead rat? So, ich gucke jetzt, was fliegt. Das macht mich gerade nämlich echt fertig. Wenn meine Augen jucken, mein ganzes Gesicht juckt. Oh, Gräser. Es sind die Gräser. Gott. Okay. A devil walks these halls. Only the mad or the desperate go in search of him. Ich glaube, Birke fliegt auch noch. Na, wo ist denn der kleine Hosenscheißer? Bestimmt ganz am Ende. ...75 Gold, na toll. Loha ist immer so gestresst? Warum stresst ihr sich denn immer so? Ach, die können ja nicht.
Oh, ich hasse immer diese Ausweichwerte. Nein, der hat jetzt kein Crit reingehauen. Oh Gott. Okay. Continue the onslaught. Destroy them all. This expedition at least promises success. The match is struck. A blazing star is born. Habt ihr denn noch heute was Schönes vor? Trinkets and baubles, paid for in blood. Lava, das Spiel mobbt dich. Ich bin halt so gemein. Es tut mir echt leid. Also irgendwie auch nicht, aber... Ach, ich habe irgendwie gerade gute Laune. Viel Spaß dabei. Ich glaube, die Loha wird ab jetzt nur noch heilen. Press this advantage. Give them no quarter. Ja, Lava, nicht jeder ist so offenherzig. Hallo, Max! Ich bin heute ganz charmant drauf. Their formation is broken. Maintain the offensive. Max, du bist übrigens gerade dabei. Wir wollen den Nekromanten-Lehrling zerlegen. Theoretisch. So, die Loha-Maus heilt mal jetzt eine Runde. Erstmal den Max. Ja, so wie immer bin ich heute. Lieb und nett. Süß. Confidence surges as the enemy crumbles. A trifling victory. But a victory nonetheless. Oh, nicht schon wieder. Max, ist denn bei dir alles in Ordnung? Ich glaube, Lama redet nicht mehr mit mir. Da bin ich zu sehr geärgert. In Radiance may we find victory. So, wo sind meine Schlüssel? Da. Sehr schön, dass es bei dir läuft. Freut mich. Ja, Nachtdienst war bescheiden, gelinde gesagt. Und... ja, ich lerne jetzt viel von zu Hause aus. Weil mein einer Professor leider immer noch nicht da ist. Der kommt wahrscheinlich auch nicht wieder. Und der andere Professor kann mir einfach nichts beibringen. Oh mein Gott. Und ja, deswegen mache ich viel von zu Hause aus. Gerade. Lama, jetzt streng dich doch mal an, Mensch.
Oh, oh, die arme Loha-Maus. The slow death. Unforeseen. Unforgiving. Nein, eigentlich möchte ich Loha noch gerne behalten. Würde ich sehr begrüßen. Oh, Gott sei Dank hat sie sich mal kritisch geheilt. Ach, wir sind ja voll, ne? Komm, die Tagebuchseite tun wir erstmal weg. Ja, Gott sei Dank. Or is it merely a trick of the light? Ach, haben wir dich eigentlich jetzt? Ja, du bist kein Kleptomane mehr, Max. Ich hab dich geheilt. Ja, jetzt ist nur die Frage, wo ist der Nekromantenlehrling, links oder rechts? Was sagt ihr? Ich warte mal ab, was ihr sagt, ob wir nach links oder rechts gehen sollen. Ich würde ja mal nach links gehen, aber das liegt einfach nur daran, dass ich so eine Affinität zur linken Seite habe. Liegt vielleicht einfach daran, dass ich Linkshänderin bin. Dann gehen wir nach rechts. Wenn Max sagt, wir gehen nach rechts, gehen wir nach rechts. So. Promise of safety. Lama, warum bist du eigentlich gerade so gestresst? Loha heilen wir gleich im Kampf. Ich bin schuld. Warum bin ich schuld, Lama? The way is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. Ich behandle dich immer zuvorkommend. Oh, oh, die arme Maus. Björn, bist du auch Linkshänder? Ja, ich habe das Talent, dass ich so relativ viele seltene vererbbare Fähigkeiten bekommen habe. Ich bin rothaarig. Ich habe, okay, Sommersprossen ist, glaube ich, nicht rezessiv. Auf jeden Fall habe ich eine rezessive Blutgruppe und ich bin Linkshänder, was auch rezessiv vererbt wird. Also wobei ich die Kombination rothaarig und Linkshänder relativ häufig erlebt habe in meinem Bekanntenkreis.
Nicht immer. Also ich kenne ein paar Rothaarige, die haben keine Sommersprossen. Die haben aber auch braune Augen. Ich habe ja blaue Augen. Und die Rothaarigen, die keine Sommersprossen haben, sind meist braunäugig. Ja, ich bin total rezessiv. Ich weiß nicht, wie ich das hinbekommen habe. Ich habe echt keine Ahnung, wie ich das hinbekommen habe. Kommen wir an den ran? Ja. Ach, wir sind ja voll. Push on to the task's end. Ja, es ist ja nicht, schlimm. Es ist ja ganz gut, dass die rezessiven Gene bei mir rausgekommen sind, sonst würden die ja irgendwann komplett aussterben. Ich hoffe, ich werde sie dann auch gut weiter vererben. Aber wobei, nee, ich glaube, ich will sie doch nicht weiter vererben. Weil ich will doch einen kleinen Jungen bekommen. Und ich finde rothaarige Jungs nicht so toll wie rothaarige Mädchen. Also darf er keine roten Haare bekommen. Ich glaube, ich sollte einfach immer unkonzentriert spielen und gar nicht drüber nachdenken, was ich mache. Weil ich quatsche hier die ganze Zeit über irgendwelche rezessiven Gene und achte gar nicht mehr darauf, was ich hier tue. Im Spiel. Oh, meine Nase. Ach, hier können wir ja die Hetzjagd machen. Masterfully executed. Back to the pit. Wealth beyond measure. Awarded to the brave and the foolhardy alike. Er könnte auch mal einen Hundeknochen einsetzen. Okay, hier ist nicht der Nekromantenlehrling. Oh Gott, mein XCOM-LP. Oh Gott, tut euch das nicht an. Es ist so grausam, wie ich da mit meinen Soldaten umgehe. Aber ich will in meinem XCOM-LP auch nicht... Wobei, da könnte ich über rezessive Gene sprechen, weil da geht es ja auch viel um den Alien-Code und Genetik-Code. Also können wir das gerne machen. Und ich glaube, Lama wird gleich wahnsinnig. Ja, noch ist er im Werdegang. Aber ansonsten ist er schon jetzt wahnsinnig. Lama sagt auch gar nichts mehr. Ich glaube, ich habe ihn vertrieben. These nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. Komm, so viel Geld brauchen wir nicht. Lieber das Ding hier mitnehmen. Ach, wir haben keinen Schlüssel mehr. Ich glaube, wir schlagen hier einmal unser Lager auf. Oder unten ist der Dings. Ja, wir schlagen jetzt das Lager auf und dann gehen wir den Nekromanten-Lehrling besiegen, hoffentlich. Huddled together. Furtive and vulnerable. Rats in a maze. Lama, das wird schon. Glaub mir. Hoffentlich. Max, deine Aussage war übrigens richtig.
Huch, das wollte ich gar nicht, egal. Können wir das machen? Ich glaube, das machen wir erstmal. Jetzt können wir gar nichts mehr machen. Nee. Gut, dann ruhen wir noch einmal. Das Lagerfeuer ist cool, ja. Okay, auf zum Nekromantenlehrling. Nein, Loha, lass die Finger davon. Hat sie auch irgendwas? Oh, sie ist auch Kleptomanin. Okay, wünscht mir Glück. Weiß ja, wer gleich wahnsinnig wird. Warum ist Lama so gemein zu mir? Nein, ich muss nicht bestraft werden. Ich war immer lieb zu dir. Oder? Ich war immer lieb zu Lama. So, wen heile ich denn schon mal? Ich glaube, das ist dein Lieblingswort geworden, oder? Elektropeitsche? Boah, sehr gut. Ein Crit. Another abomination cleansed from our lands. Er ist gleich da, hoffentlich.
Der soll nicht so viel rumstressen. Gleich ist die Loha wahnsinnig. Ah, einer mehr wäre nice gewesen. Guck mal, Lama, du durftest sogar dem Nekromantenlehrling den Todesstoß versetzen. Jetzt bist du der Held der Runde. Ich hoffe, du bist jetzt zufrieden. Be wary. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Das lief ziemlich gut. Also, ich habe den in meinem privaten Spielstand habe ich den Nekromantenlehrling schon einmal gehabt. Und da lief es nicht so gut. Da bin ich am Ende mit 2 Menschen aus diesem Kampf rausgegangen. Der Blama ist beleidigt. Von dem kriege ich keine gescheite Antwort mehr. Aber wir haben schon wieder Bingophobie. Lama ist ein Ruinforscher. Ach, krank. Okay, und Stressfasten ist auch gar nicht so schlecht. Der Kampf lief echt gut. There is a great horror beneath the manor. A crawling chaos that must be destroyed. Ich werde jetzt ein paar Leute erstmal heilen. Ach Quatsch, da will ich doch gar nicht hin. Da will ich hin. Einmal heilen. Die Loha ist wieder sehr gestresst und das Lamachen ist gestresst. Lama, wo willst du denn deinen Stress abbauen? Hast du irgendwelche Einschränkungen? Nein. Also du kannst meditieren, beten, ins Bordell spielen oder trinken. Was möchtest du? Ich bin jetzt mal ganz lieb zu dir. Lama sagt jetzt gar nichts mehr, ne? Dann schicke ich ihn ins Bordell. Da fühlt er sich sicherlich wohl. Und die Maus. Die irgendwelche Einschränkungen? Nein. Dann geht sie meditieren.
Ich weiß doch, wie ich dich glücklich machen kann, Lama. So, wir haben neue Items bekommen. Ring der Konzentration. Haben wir einen Waffenknecht? Ich glaube, wir haben noch gar keinen Waffenknecht, oder? Aussätziger. Plus 5 Abwehr. Na. Ja, okay, so pralle sind die Dinger gerade nicht. Was können wir denn jetzt noch machen? Wir könnten den lauten Propheten töten. Es ist schon wieder 16 Uhr. Oh mein Gott, wo ist die Zeit bloß hin? Oh, Prinz der Schweine. Den kenne ich noch gar nicht. Den machen wir jetzt. Den machen wir jetzt einfach mal. Dafür nehmen wir... Wen hatten wir denn jetzt eben gerade mit? Wir hatten Max mit. Free, Loha und das Lamachen. Dann nehmen wir sie mal mit als Tank. Ich brauche irgendwen mit Heilfähigkeiten. Kann sie heilen? Ja. Kommt sie mit? Ich glaube, sie nehmen wir auch noch mit, oder? Ich mag den Hundemeister voll gerne. Den nehme ich. Ich nehme noch Salka mit. Und wen nehmen wir noch mit? Wen nehmen wir noch mit? Wir können auch sie mitnehmen, ja? Das machen wir mal. So. Jörn, du kommst dann mal mit, wenn wir keinen Boss bekämpfen. Ich will dich nicht gleich sofort verlieren. Deswegen kommst du jetzt erstmal nicht mit. So, jetzt brauchen wir noch Fackeln und Nahrung. So viel brauche ich jetzt doch nicht. The ways and rituals of blood sacrifice are difficult to master. Those from beyond require a physical vessel if they are to make the crossing into our reality. The timing of the chance is imperative. Without the proper utterances at precise intervals, the process can fail spectacularly. Ich bin schon wieder fast 2 Stunden am Stream. Also dieses Spiel ist echt cool. Bei dem vergesse ich echt immer die Zeit. Nameless abomination. A testament to my failures. It must be destroyed. So, mal sehen, wo wir den Schweineprinzen finden. Ich habe keine Vermutung. Entweder er ist da oder in der Mitte. Ich gehe jetzt erstmal geradeaus. Oh nein, sie ist wissbegierig, oder? Oh Gott. Nee, zwanghaft. Was habe ich bloß für Menschen hier mit? Oh, es deckt sich gerade fast alles auf. Oh, dann können wir ja einmal durchrushen, im Prinzip. Dann ist es entweder da oder da. Okay, wir haben es hier gerade sehr einfach bekommen. Ach, Lamachen, ich bin auch müde. Ha, jetzt können wir endlich mal die Hetzjagd einsetzen.
Aber Lama, du kannst dich doch jetzt von mir berieseln lassen. Und dann einschlafen. Und dann wachst du irgendwann wieder auf. Jetzt bluten alle bei mir, das ist auch nicht so schön. Er widersetzt sich leider total. Okay, wir müssen gleich mal eine Runde heilen. Aber erstmal möchte ich den netten Herrn hier loswerden. So, der Dicke ist weg. Wen heilen wir denn? Erstmal sie. So, wir haben eine Gruppenheilung. Finde ich schon mal gar nicht schlecht. Oh Gott, die sind so nervig. Gott sei Dank hat er jetzt verfehlt. Confidence surges as the enemy crumbles. Was ist das? Ein Knochenaltar. Ich will den nicht einfach so anfassen. Okay, dann müssen wir ihn doch so anfassen. Ach, wir wollten ja einfach durchgehen. Gleich haben wir nochmal einen Kampf. Da wir jetzt nicht den ganzen Dungeon ablaufen müssen, werde ich jetzt aber mal ein bisschen Nahrung verschwenden. So, jetzt sieht das doch alles wieder besser aus. Gut, Bluten ist auch vorbei. Oh, nein, nicht. Nein, nicht anfassen. Ha, okay. Wir können also gleich durchgehen. Sehr schön. Oh Gottchen. Okay, das wird interessant. Die haben nämlich alle extrem viel Leben. Also besonders der nette Herr hier vorne. Oh, er ist betäubt. Sehr gut. Dann können wir jetzt nochmal eine Ich wollte eigentlich eine Netzjagd losschicken, aber okay. Wenn das nicht so sein soll, dann soll es nicht so sein. Slow death. Unforeseen. Unforgiving. So, jetzt kommt die Jagd aber. Thank you.
Abomination is broken. Maintain the offensive. Press this advantage. Give them no quarter. Die haben schon wieder nicht so viel Platz. Ich will die Porträts nochmal mitnehmen. Oh. Falschen Knopf gedrückt. Ja, wir wissen ja, wo wir hin müssen. Nur kleine Maden, das geht ja. Ich bin mal gespannt, diesen, wie heißt der, Prinz der Schweine, den kenne ich noch gar nicht. Ich bin mal gespannt, wie der so ist. Executed with impunity. Ja, die ist betäubt, okay. Another one falls. Another abomination cleansed from our lands. Be gone, fiend. Gut. Dann würde ich mal sagen, auf zum Prinz der Schweine. Warte, schnell noch was essen. Hier. Und eine Fackel an. 132, ach du Schande. Das wird ja jetzt sehr zäh. Star is born. Oh, 13 Schaden. Hilfe. Oh, Gott sei Dank, ein Crit. Also eine Crit-Heilung. Wobei, ich glaube, ich versuche gleich erstmal den Kleinen da hinten auszuschalten. Wie viel hat der denn an Leben? 17, okay. Oh Gott. Der macht so viel Schaden, das ist so krass.
Das sieht echt nicht gut aus. Was können wir hier? Er muss sich jetzt leider erstmal selbst heilen. Nein! Nein! Warum stirbt bei mir eigentlich immer Soika? Der wird mich hassen! Sie kann nicht hier heilen, sie muss nach hinten. Scheiße. Okay. Er stirbt immer Soika. Bei XCOM ist er mir als erstes gestorben. Okay, sie stirbt jetzt, glaube ich, auch. Jetzt hier. Oh Gott. Also er ist hier nicht als erstes gestorben, aber trotzdem. Ach, scheiß Viech, weich doch nicht dauernd aus. Ich komme leider auch nicht aus dem Kampf jetzt raus. Oh mein Gott! Injury and despondence set the stage for heroism. Poor cowardice. Meine Taktik ist jetzt einfach nur noch, dem Schaden reinzudrücken. Okay, wer stirbt jetzt als nächstes? Ach! Jetzt könnten wir uns zurückziehen, jetzt ist aber auch scheißegal. Jetzt ist es auch egal. Jetzt kann ich auch spielen, bis alle tot sind. How many rats will it take to gnaw through a ton of putrid flesh? This expedition at least promises success. Der ist jetzt alles gestorben. Soika ist gestorben. Wen hatten wir noch mit? Ja, ich hätte den Kleinen zuerst erledigen müssen. Auf jeden Fall. Okay, hinterher ist man immer schlauer. Die Heilerin war aber keiner von uns, ne? Ach, Mensch. Nee, keine. Hatte noch keinen Namen. Ja, gelernt fürs nächste Mal. Oh Gott, okay. The degeneracy of the hamlet is nothing, I fear, when compared to the condition of surrounding acres. Die runzlige Hexe habe ich schon mal besiegt. Die war, ich würde jetzt nicht sagen, einfach,
aber die war in Ordnung. Die konnte man gut besiegen. Ja, es ist bloß so, bei mir stimmt immer Soika. Es ist einfach. Soika ist leider bei mir immer die gearschte Person. Okay, wir können jetzt mal ein bisschen was aufwerten. Krankenabteilung. Curious methodologies and apparatus can calm even the most tormented soul. Ich glaube, die Gilde will ich noch mal ein bisschen aufwerten. Every creature has a weakness. The wise hero trains for what he will face. Vielleicht könnten wir auch noch mal die Kutsche ein bisschen aufwerten, dass wir wieder mal ein paar mehr Helden aufnehmen können. Traveling. Ambition is stirring in distant cities. We can use this. Achso, das kann ich euch ja mal zeigen. Also ich habe leider gerade nicht so viel Geld. Das zeige ich dann einfach nur mal. Nehmen wir mal ihn. Und zwar musst du hier einfach Geld reinschmeißen. Das ist das ganze Aufwerten von Rüstung und Waffen. Okay. Ich werde drüber hinwegkommen, dass schon wieder Soika gestorben ist. Wir können ihn ja mal auf dem Friedhof besuchen. 4 Leute sind mir schon weggestorben. Einer war ein Zuschauer. Das darf ich Soika nicht erzählen. Max, das erzählst du Soika auch nicht. Der wird nie wieder was bei mir gucken wollen. Ja, jedes Mal, wenn wir unsere Ausrüstung zusammen sammeln, kostet das. Und man kriegt am Ende, glaube ich, nicht den gleichen Wert zurück, wenn man die nicht verbraucht hat. Und wir haben ja zwischendurch noch mal ein paar Ticks behandelt und ein bisschen Stress reduziert. Achso, Kutsche wollte ich mir ja noch mal angucken. Oh, ich will noch mal ein paar andere Leute hier reinbekommen, nicht nur die. Das darf man nicht merken. Soika denkt doch noch, er wäre verflucht. Ich weiß nicht, wollen wir noch irgendwas machen? Noch ein Bosskampf? Der laute Prophet. Ach komm, ich bin gerade so in Laune. Wir nehmen dann wieder die Loha-Maus mit, auf jeden Fall. Zeiler. Und dann den Free. Wir könnten noch einen Unhold mitnehmen, statt einen Hundeführer mal. Nehmen wir mal den Erwin mit. Ach, wer will nicht mit? Ach, Loa will bestimmt nicht mit. Oder? Keine Ahnung. Wir können keinen Unhold mitnehmen. Wir könnten auch Lama mitnehmen. Nein! Wen nehmen wir denn noch mit? Oder wollen wir Björn mitnehmen? Ganz ungelevelt. Komm, das machen wir. Was hast du denn für Fähigkeiten? Okay. Björn, du darfst dich gleich beim Bosskampf beweisen. Gift will ich da noch mitnehmen. So.
Nee, Fähigkeiten hast du schon. Ist alles gut. Du hast bloß keine Items. Das kann ich dir nochmal geben. Oh, minus 20% überraschen ist schon gut. Hast du Betäubenfähigkeiten? Schwächen. Nee, betäuben nicht, dann bringt dir der nichts. Weil wir können dir ein bisschen Abwehr geben. Und das, der Ring der Konzentration. So. Oh, was ist das denn Cooles? Viel Spaß, Max, danke fürs Reinschauen. Ich mache nur noch den und dann bin ich, glaube ich, so fertig mit der Welt, dass ich ganz schnell endlich ins Bett gehe und endlich mal schlafen kann. When a particularly ragged indigent arrived in the hamlet, this filthy, toothless miscreant boasted an uncanny knowledge of my ambitions and prognosticated publicly that, left unchecked, I would soon unleash doom upon the world. Oh Gott. Der ist bestimmt wieder ganz am Ende. Der Gute. Da unten ist er bestimmt. War ja klar. Es hätte ja auch was Positives sein können, aber nein, es muss negativ sein. Oh, Karte. Karte ist gut. Oder? Ach, keine Karte. Doch, eine kleine Karte. Also meine Aufmerksamkeit nimmt echt gerade rapide ab. Man merkt es dann doch irgendwann. Dass man dann doch ein bisschen fertig ist nach dem Nachtdienst. Oh, wir finden hier ganz tolle Items schon gleich am Anfang. I like. Wir haben doch schon... Ein Geheimraum. Ja, ich konnte... Also, ich bin heute nicht zur Uni gegangen. Weil ich, wie gesagt, momentan sehr viel von zu Hause aus mache. Und... wollte mich hinlegen. Ich kam aber so im... so aufgeladen, so aggressiv nach Hause, dass ich mich hingelegt habe und nach 2 Stunden nicht einschlafen konnte. Habe ich es gelassen. Dann bin ich zwar eine halbe Stunde auf dem Sofa eingeschlafen, aber eine halbe Stunde ersetzt keine ganze Nacht. Und ich bin eigentlich extra dafür zu Hause geblieben, dass ich schlafen kann. Death waits for the slightest lapse in concentration. Es ist auch total schlau von mir, ein Strategiespiel zu spielen, wenn man total müde ist. Ich soll mich in die Schlangen rüberlegen. Be gone, Fiend. As victories mount, so too will resistance.
Da wird der Lama auf einmal wieder aktiv. Wenn es um die Schlangengrube geht. Oh, ich habe den Geheimraum verpasst. Wir gehen nochmal dahin. Jetzt habt ihr mich so abgelenkt. Dass ich vergessen habe, in den Geheimraum zu gehen. A handsome reward for a task well performed. Okay. Mir ist gar nicht aufgefallen, dass das Köpfe sind. As the light gains purchase, ich muss noch and purpose is made clear. Nachher das Geschenk für meine Mama einpacken. Die hat morgen Geburtstag. Das darf ich nicht vergessen. Ihr müsst mich daran erinnern. Der ist gezeichnet. Wie kann man den verfehlen? How quickly the tide turns. Björn, du bist krank. Ich muss dich nachher heilen. Continue the onslaught. Destroy them all. Glittering gold, trinkets and baubles, paid for in blood. Der haben sie überrascht, das ist ziemlich gut. Können wir jetzt noch ein bisschen mal Schaden austeilen. Ich muss sagen, seitdem ich im Labor Aspirin selber gemacht habe, bin ich kein großer Fan mehr davon. Aber ich vertrage es sowieso nicht, also war das für mich sowieso nicht so schlimm, dass ich kein Fan mehr davon bin. Hallo, Erwin. Nee, dich habe ich gerade nicht mit. Loha wollte, glaube ich. Ist das Loha? Loha wollte nicht mit dir reisen. Wir machen jetzt nur noch diesen Dungeon. Das ist der Dungeon vom lauten Propheten. Und dann höre ich auf für heute. Werde dann noch ganz schnell das Geschenk meiner Mama einpacken und ins Bett gehen. Oder noch was gucken. Oder keine Ahnung. Ach, sie blutet. A singular strike. Meine Mama hat Geburtstag. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Wealth beyond measure, awarded to the brave and the foolhardy alike. Ist er da unten oder ist er da oben? Oh. Ich schätze ja mal, dass er da ist. Ich hoffe, dass er da ist.
Warum weichen die Viecher denn plötzlich auf einmal alle aus? The match is struck. A blazing star is born. Another one falls. Sie kriegt hier einfach alles ab. Back to the pit. Diese scheiß Viecher, warum weichen die aus? Oh, der wird auch nur 3 geheilt. Also Loha. Mensch, ey, streng dich doch mal ein bisschen an. Seize this momentum. Push on to the task's end. Wie weit haben wir es denn noch? Lohnt es sich hier eine Pause zu machen? Ja, wir rasten hier mal. A moment of respite. A chance to steel oneself against the coming horrors. So, sie wird einfach noch mal ein bisschen geheilt. Und dann wird jetzt noch mal so ein bisschen Stress gelindert. Das machen wir nochmal und dann sind wir durch. Was siehst du denn nicht so durch? Also was für Fragen hast du? So allgemein die Spielmechanik, soll ich sie dir erklären? Du musst nur Fragen stellen, ich beantworte sie dir gerne. Aber das Spiel ist cool. Also ich kann es nur empfehlen. So, dann geht's mal weiter. Packs laden with loot are often low on supplies. Du willst mich kennenlernen? Also, ich bin die Suki. Ich bin Norddeutsche, bin Studentin und mache seit knapp 2 Monaten YouTube. Mehr gibt's zu meiner Person nicht zu sagen. Ich bin nicht so spannend. Achso, und ich arbeite noch nebenbei. Aber das macht ja eigentlich fast jeder Student. Be wary. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Das Spiel ist trotzdem cool. Das kann man auch kennenlernen. Ist toll. Das mag ich voll. Diese scheiß Viecher. Mann.
werde langsam aggressiv. Ich wohne bei Hamburg, ja. Okay, vielen Dank fürs Reinschauen, Björn. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Nee, wir machen doch den Streichers. Sie weichen alle aus. Bist du blind geworden oder so? Ah. A powerful blow. Well struck. Success so clearly in view. Or is it merely a trick of the light? Also, ich muss sagen, ich habe mit Skyrim das Zocken begonnen. Und jetzt versuche ich mich gerade an Mass Effect. Ich komme da aber nicht so ganz rein. Finding the stuff is only the first test. Now it must be carried home. Also ich bin aber, also momentan spiele ich halt extrem gerne Strategie, so wie XCOM oder jetzt Darkest Dungeon. Auch wenn ich es nicht besonders gut spiele. Und ansonsten eigentlich total gerne RPGs, so Richtung halt Skyrim und so einen ganzen Kram. Das ist eigentlich meine Richtung. Aber so langsam fächert sich alles auf. Ich spiele auch gern The Forest. Ich glaube, ich habe gar keine ausgeprägte Richtung mehr. Also klar, RPGs wird es immer bleiben. Aber mittlerweile mache ich ganz viele andere Sachen auch total gerne. Oder ich lerne ganz viele tolle Spiele kennen. Ja, The Forest. Man muss es mit den richtigen Leuten spielen, dann macht es Spaß. If only treasure could staunch the flow of otherworldly corruption. So, und dann sollten wir gleich bei dem netten Herren sein. Ja, esst nochmal was, stärkt euch nochmal, bevor wir jetzt dahin müssen. Ach, Björn können wir auch nochmal ein bisschen hochheilen. Hallöchen! Ach du doofes Ding!
Ach du Schande, der macht ja so viel Schaden. Entweder wir ziehen uns jetzt aus dem Kampf zurück oder wir probieren es weiterhin. Aber wir haben ja sie als Heilerin mit. Dann probieren wir es einfach mit ihr. Oh Gott, okay, nee, ich glaube, wir ziehen uns hier. Verziehen uns von hier. Ich glaube, das ist noch nicht so prickelnd für uns. This skirmish may be lost, but the battle may yet be won. Können wir die Quest abbrechen? Ja, wir wollen sie abbrechen. Failure. Tests the metal of heart, brain, and body. Ach, wissbegierig. Und Lethargie? Ist auch nicht so schön. Syphilis und ruheloser Geist. Satanophobie, okay. Laura, okay. Also es sind so Fähigkeiten, die... Also unverwüstlich ist ganz cool. Der Rest ist halt so... The poor caretaker. I fear his long-standing duties here have affected him. Aber gut, ich werde jetzt den Stream beenden. Vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Chatbeteiligung. Ja. Ich denke, wir sehen uns im nächsten Stream. Wahrscheinlich irgendwann am Wochenende, Freitag oder Sonntag. Ne, Sonntag muss ich arbeiten. Dann eher Freitag, Samstag habe ich keine Zeit. Und... ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart, so viel mitgeschrieben habt für das Followen. Bis zum nächsten Mal.